So, noch die Maske anlegen. Hallo, ich bin's wieder, der Andreas aus Bangkok. Ich fange hier eine neue Serie an, und zwar über Leben in Bangkok. Wollen wir mal rausgehen hier? Ja, das ist das Kondo, wo ich wohne. Relativ günstig und sehr gut gelegen. Also, warum Leben in Bangkok? Das muss jeder für sich selber entscheiden, wo er lebt oder wo er leben möchte. Also ich wohne hier schon länger und kenne mich daher sehr gut aus und kann daher sehr viel Informationen für euch geben. Ich wohne hier in so einem ganz normalen Kondo, seht ihr hier im Hintergrund, nicht? Vorne sind dann auch immer Securities überall bei diesen Kondoanlagen. Also ich bin also nicht in einem Touristengebiet, ich wohne direkt irgendwo mitten in Bangkok und werde euch jetzt anfangen, Informationen zu geben über das Leben hier. Ja, zuerst einmal, wer sich also für Thailand entscheidet, sollte das gut planen. Thailand ist immer warm, stimmt, also kein Schnee. Regen gibt es natürlich, ne? Regenzeit, ist klar. Also im Grunde genommen sieht man ja hier immer kurzärmlich angezogen. Also nicht überlegen, morgen schon mal einen Vorteil. Was ziehe ich denn heute an? Kurzärmeliges Hemd, irgendwas. Und dann irgendwie eine Jeans, kurze Hose, wer es mag. Natürlich gibt es auch Sachen, wo man sich normal anziehen muss, also mit Hemd und nicht Krawatte, aber schon Hemd und eine gute Hose und so. Wenn man also zu irgendwelchen Ämtern geht oder so, dann sollte man sich schon anziehen. Okay, jetzt geht's los. Wer sich also für Bangkok entscheidet, wird erstmal erfahren, dass das hier sehr laut ist. Also sehr viel lauter als in Deutschland. Naja, es liegt daran, weil die Polizei halt nicht so dahinterher ist, die Autos und Motorräder zu kontrollieren, was für ein Krach die machen, also Lautstärke. Also hat man, deswegen laufe ich auch immer hier mit den geschlossenen Kopfhörern rum. Wenn mir das dann irgendwann zu blöd ist, dann mache ich die Kopfhörer auf und dann höre ich nichts mehr. Natürlich muss man im Verkehr sowieso immer aufpassen, weil Thailand hat einen der höchsten Verkehrstotenraten der Welt. Ich bin jetzt hier über 20 Jahre, ich hatte noch keinen Unfall. Also von der Warte her ist es sehr sicher, wenn man aufpasst. Ich würde auch, aber auf jeden Fall kein Auto fahren, da würde ich ja eine Macke kriegen hier. Die fahren, als wenn sie keinen Führerschein haben. Erstens, der Führerschein hier ist nicht so wie in Deutschland. Und das Zweite ist, die Verkehrsregeln werden nicht so durchgesetzt. Da fährt man und so, ach, das hat ja keiner gesehen oder so. Oder es wird auch gerne gemacht hier, der Bürgersteig. Aber da fahren sie gerne halt mal mit dem Motorrad drauf. Die haben zwar mal gesagt, dass die Regierung, dass sie die Leute bestrafen wollen, dass sie 2000 Baht bezahlen müssen, aber davon wurde nichts umgesetzt, wirklich. Was auch gerne gemacht wird, wenn man die Straße geht, man muss immer in beide Richtungen gucken. Weil es kann auch immer sein, dass man mit dem Motorrad hier lang fährt. Das interessiert keinen. Das wird halt so gemacht und fertig, auch wenn es gegen das Gesetz verstößt. Also Verkehrsregeln werden hier weniger eingehalten als in Deutschland. Und daher kommt auch diese hohe Zahl von bis zu 30.000 Verkehrstoten im Jahr. Schon eine heftige Nummer. Das ist also wirklich eine große Nummer, wenn man das vergleicht mit Deutschland. In Deutschland kann man sich ja auch noch überlegen, dass was hinzukommt, ist ein Durchreiseland, wo also ganz viel Verkehr von Europa durchgeht. Also verglichen mit hier ist diese Rate hier schon sehr hoch. Und die Schweiz natürlich mit 200-300 Toten nur sehr gering. So, hier gibt es Zebrastreifen, da braucht man auch nicht drauf achten, dass einer anhält. Das macht sowieso keiner. Nicht? Also hier hält keiner an. So, zurück zum Mieten. Also, man kann natürlich was Teures mieten in einem Touristengebiet. Das kostet dann umgerechnet, fängt das an, bei 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro. Da oben sind keine Grenzen offen. Wer jetzt aber sagt, ich wohne hier und arbeite hier oder was auch immer oder bin hier im Rente und will ein bisschen darauf achten, was ich ausgebe, der mietet irgendwas Schönes, so ein ganz normales Kondo, was ich euch gezeigt habe. Das kostet so, na, halb teilmöbliert, wie ich es habe, 100 Euro im Monat. 100 Euro ist natürlich nur die Miete. Dazu kommt natürlich jetzt noch Wasser. Wir sind 4 Personen, weil ich habe 2 Kinder und eine Frau. 4 Personen, Wasser, 30, nee, so viel ist es nicht, 30, noch 30, 10 Euro, 15 Euro Wasserkosten. Strom ist natürlich etwas mehr bei mir,
Ich mag es ja trotzdem noch sehr gerne kalt. Und daher habe ich Stromkosten von 2000 Baht, sind 70 Euro. Da habe ich natürlich jetzt mit Aircondition, ich habe einen Kühlschrank, ich habe eine Gefriertruhe, ich habe einen Ofen, was haben wir noch? Einen riesen Fernseher, 3-4 Computer. Da geht das eigentlich, wenn man überlegt, dafür 70 Baht, 70 Euro Stromkosten und so, ist also nicht so viel. Ja, ich gehe hier jetzt gleich nebenan, bin ich in so ein Shoppingcenter reingegangen. Sieht man, Klamotten, sehr billig. Also, Lebenshaltungskosten. Klamotten ist nicht so eine Verarschepreis wie in Deutschland. Vorteil ist, hier kann man auch viele Kopien kaufen. Gute und schlechte Kopien natürlich. Aber so im Allgemeinen sind viele Sachen billiger. Es gibt Sachen, die teuer sind. Es gibt Sachen, die sind billiger. Ist in jedem Land so. Aber was Bekleidung angeht, ist ein Punkt, was hier sehr billig ist. Also, ich kann Turnschuhe kaufen, irgendeinen Namen, der kostet hier genauso viel in Europa. 120 bis 200 Euro. Wer es haben muss, muss jeder selber für sich entscheiden. Oder du sagst halt, ach, ich brauche jetzt nicht irgendwie den Namen da drauf, das interessiert mich nicht. Ich kaufe irgendwas Günstiges, dann kauft man sich hier Turnschuhe für 6, 7 Euro. So ganz normale Turnschuhe. Ja, da, fertig. Okay. Eine Jeans kostet hier, wenn man natürlich sagt, ich brauche den und den Namen, dann bezahlt man den gleichen Preis im Shopping Mall hier wie in Deutschland. Oder man sagt, ja, ich kaufe hier irgendeine schöne Jeans, die gut geschnitten ist. Es interessiert mich nicht, was da für ein Name draufsteht, was sowieso eigentlich alles gleich ist. Man muss das mal im Internet recherchieren, es kommt alles von einer Grütze. Der Rest der Markennamen, das ist alles mehr oder weniger Verarsche. Auf jeden Fall, ich kaufe hier Jeans, die kosten 10 Euro. Und die sind sowas von weich, also sehr schön geschnitten. Ja, 10 Euro, ne? Nee, nicht ganz. 8 Euro bezahle ich für eine Jeans. Also, 8 Euro für eine Jeans. Ja, so ein T-Shirt kostet, was hat das gekostet? 3 Euro, okay. 3 Euro für ein, und das braucht man nicht bügeln hier. Das ist dieses, wie heißt das? Das ist dieses Sportmaterial, weißt du? Das braucht man nicht bügeln. Das lässt man aufhängen, halbe Stunde später kann man es wieder anziehen. Ja, Schuhe, Hose, das, was braucht man noch? Ja, Badeanzüge, Gürtel und sowas, alles billig, aber meistens PVC. Der Unterschied dabei liegt, PVC-Gürtel billig, 3 Euro. Ein Ledergürtel kostet hier ab 10, 11, 12 Euro. 12 Euro kriegt man eine gute Qualität von Ledergürtel. Was hier natürlich eine Sache ist, wo man sich dran halten muss, die stehen hier also nicht so früh auf. Wie du siehst, das ist noch alles zu hier. Es ist jetzt 12 Uhr. Ja, dann machen wir jetzt, fangen wir mal langsam an mit Arbeiten und so. Hier ticken die Uhren anders. Im wahrsten Sinne des Wortes. Termine, schwierig. Schwierig. Muss man immer warten auf die Leute. Passiert sehr oft. Ja, da T-Shirts, 120, 100 Baht. Ja, Adidas steht da sogar drauf. Ist irgendein Fake-T-Shirt. Hier Unterwäsche, 2 Stück, 3 Euro. Schöne Unterwäsche, ganz komfortabel. So, zurück zum Lebenshaltungskosten. Also, könnt ihr mitrechnen. Wenn man natürlich nicht in die Touristengebiete geht und sagt, ich muss in Tourismusgebiet leben, was viele einen Fehler machen. Hallo, hi. Ja, ich kenne viele Leute, ich bin schon so lange hier. hat man das Problem, dass man viel mehr bezahlt für Sachen, die man normal günstiger haben kann. Wenn man aber hier unter den Kreis lebt, dann braucht man im Monat 3.500 Miete. Bad. Okay, sagen wir es in Euro. 100 Euro Miete, 50 Euro, 70 Euro Strom, Wasser noch dazu. Internet kostet in Thailand 20 Euro pro Monat. Ich bezahle 20 Euro für fast schnelles Internet pro Monat. Nicht mit Datenlimit. Unbegrenztes Datenvolumen. Also kann man sagen, wir sind hier bei 100, bei 200 Euro. Das ist jetzt für die Wohnung, Strom, Wasser und Internet. Dann sind wir bei 200 Euro. Jetzt kommen wir zum Essen, Transport. Man kann ein Auto kaufen, würde ich mir aber nicht machen.
Und das bisschen. Guck mal, pass mal auf, Leute. Wie oft benutzt ihr das Auto? Mhm. Wie viele Stunden am Tag steht es, parkt es? Ihr bezahlt also fürs Parken des Autos. Lustig, ne? Naja, ist egal, muss jeder selber wissen. Auf jeden Fall, Lebenshaltungskosten, was jetzt der nächste Punkt ist, ein großer Punkt, ist das Essen. Wenn man natürlich jetzt immer in die Touristenzentren geht oder so, dann bezahlt man natürlich viel, viel mehr. Dann bezahlt man für einen Teller den gleichen Preis wie in Europa. Wenn ich hier zu Starbucks oder irgendeinem Teil gehe und da mich hinsetze, weil ich das die Atmosphäre mag, dann bezahle ich dafür natürlich für den Kaffee das gleiche wie in Europa. Wenn ich natürlich solche Sachen alles zu Hause mache, dann sind wir bei Lebenshaltungskosten, die sind nur ein Bruchteil von Europa. Ich habe hier auch meine ganz normal Weißbrot morgens und dann habe ich meine Butter und meine Marmelade und Eier. Also 30 Eier kosten 3 Euro. Echt, 30 Eier 3 Euro. Das ist wunderbar, ne? Ein Paket Weißbrot kaufe ich für 1 Euro. Kaufe ich 2 Pakete, weil meine Tochter, die isst auch gerne Weißbrot und meine Frau. Dann habe ich Marmelade. Marmelade ist teurer. Es gibt hier die Sachen von Thailand. Aber ich kaufe lieber in importierte Marmelade. Die kostet natürlich dann 3 Euro. Und dann habe ich dann 6, 7 Stück morgens. Und wenn eine mal leer ist, kaufe ich wieder neu dazu. Okay, diese Preise kann man dann hochrechnen, wie man ungefähr braucht. Man braucht also, wenn man nicht rausgeht und nicht raucht und nicht Alkohol trinkt, muss man davon ausgehen, man braucht pro Tag ungefähr 7 bis 10 Euro und kann dann sehr gut essen. Sehr gut. Sogar draußen, hier in die Food Court und so. Da gibt es ja überall diese Food Courts, wie in Deutschland, bei Kaufhof und Porten und früher bei diesen Sachen. Die gibt es hier auch, da gehen wir gleich mal jetzt hin. Und dann kann man sehen, was das da kostet. Also sehr, sehr günstig. Wir gehen jetzt mal hier rein, in so Mall. Erstmal Temperatur checken. Gut, hat so viel, 36 Grad nur. So, jetzt sind wir in so Mall. Schön Air-Condition natürlich. Und ja, hier gibt alles. Hier ist kein Lockdown, alles offen, ganz normal. Hier, Drogerie. Da könnt ihr gucken, Drogerie gibt es hier. Alles da. Bäckerei. Natürlich sind die morgens noch nicht auf hier um 6, ne? Und kann man uns morgens um 6 Brötchen holen? Also die machen ja erst hier um 10, 11 Uhr auf. So, jetzt zeige ich euch mal nochmal, dass ihr mal seht, wie das aussieht in so einem Food Court. Hier, pass auf. Jetzt gehen wir in so einem Food Court. The Mall Food Hall. Okay? Jetzt sind wir hier in the Mall Food Hall. Und jetzt können wir mal gucken. Also, hier liegen die Preise bei. Etwas unter 2 Euro. Um die 2 Euro für einen Teller mit irgendwas hier, mit so einem Gericht. Super sauber alles hier. Da könnt ihr mal gucken. Guckt euch das an. Super, hier. Da, 60 Baht zu 70, das sind 2 Euro. Hier alles zu gleichen Preis, so um die 70 Baht. Und das ist jetzt schon ein Platz, wo es richtig sauber ist. Also da braucht man keine Angst haben, dass man sich irgendwie Durchfallerkrankung kriegt oder irgendwas. Das wird richtig geschrubbt, alles Edelstahl. Und so weiter und so fort. Also von der Warte her ist das prima. Das kostet alles sowas um die 2 Euro. Dreimal 2 Euro. Dreimal am Tag essen, sagen wir mal. Dann sind wir bei 6 Euro. Also bei 6 Euro seid ihr gut bedient für Essen pro Tag. Mal 30. 6 mal 30 sind 200 Euro im Monat. Für Essen. Okay, habt ihr noch kein Bier dabei, keine Zigaretten, gar nichts. Das muss jeder selber. Also kann man rechnen, wenn man hier dreimal essen geht. Pro Tag kostet das 200 Euro im Monat. Plus die 200 Euro für Miete, Strom, Wasser und so weiter und so fort. 400 Euro. 400 Euro ist das Minimum, was man braucht, um hier zu überleben. Da hat man natürlich kein Bier und gar nichts. Ne? Okay. So, das war der erste Eindruck, dass man wisst ungefähr, was das Minimum ist, was man hier braucht zu überleben. Natürlich kommt dann dazu, wenn ihr, ich trinke ja auch mal gerne mal ein Bier. Aber diese Sachen sind halt teuer, ne? Dafür mache ich jetzt das nächste Video gleich. Da gehen wir mal da rein, in so einen Supermarkt. Da könnt ihr mal sehen, was die normalen Einkaufspreise sind in so einem Supermarkt, wie zum Beispiel in Deutschland. Hier gibt es genau sowas auch. Das ist eine deutsche, nee, nicht deutsche, das ist von England. Das heißt, Tesco Lotus ist ungefähr sowas wie Kaufland, Real oder was weiß ich, wie sie alle heißen, ja? Und da werden wir das nächste Video machen. Dass ihr seht, was die täglichen Bedarfssachen sind. Okay? Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr klickt den Like-Button unten, da unten irgendwo. Und ich hoffe, dass ihr auch auf der anderen Seite unten, da müsst ihr anklicken. Da ist so eine Glocke. Nein, da kriegt ihr keinen auf die Glocke gehauen.
Da kriege ich dann eine Benachrichtigung, wenn ich nachher das neue Video mache oder die Tage. Okay, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Thailand, fragt mich in den Kommentaren bitte. Macht keine dummen Kommentare, weil dann werde ich die löschen. Das, wenn ihr irgendwas wissen wollt über Thailand, fragt mich. Also ich kenne mich wirklich gut aus und gebe auch reelle Antworten. Oder wenn ihr irgendwie einen Vorschlag habt, über was ich mal ein Video machen soll, sagt das in den Kommentaren. Okay? Ich werde jetzt so nach und nach Videos hochladen und abarbeiten. Eine Liste, was jeder wissen sollte, wenn er hier wohnt oder lebt. Oder bevor er sich entscheidet, hierher zu kommen. Viel Tschüss. Nein, nicht viel Tschüss. Lustig. Viel Spaß noch heute bei eurem Tag. Und passt auf, dass ihr euch nicht ansteckt. Bis zum nächsten Mal.